Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video werde ich euch mal mitnehmen, was ich so an einem Tag zu Hause als Influencer mache. Ich hasse dieses Wort, weiß aber auch nicht, wie ich mich sonst beschreiben soll. YouTuber, Instagramer, was weiß ich. Um das vorab schon mal abzuklären, ich mache das aktuell hauptberuflich. Ich habe zwar studiert, ich habe Modedesign studiert und möchte auch irgendwann in diesem Bereich arbeiten, aber aktuell bin ich zufrieden, wie alles läuft. Ich versuche mir nebenbei langsam was aufzubauen, was in die Richtung meines Studiums geht, aber aktuell mache ich YouTube und Instagram hauptberuflich. Das heißt, ich arbeite halt den ganzen Tag von zu Hause und jetzt gerade in der Quarantänezeit kann ich nicht mal wirklich draußen Fotos machen, also es ist halt ein bisschen schwierig, weil man ja so wenig wie es geht rausgehen soll. Und ich habe euch, wie gesagt, gestern mitgenommen bei allem, was ich gemacht habe, werde euch heute noch so ein bisschen Einblicke zeigen. Also wundert euch nicht, wenn ich ab und an mal ein bisschen verschieden aussehe, weil ich es an zwei verschiedenen Tagen gefilmt habe. Ich habe nämlich heute noch eine sehr, sehr, so eine ganz interessante Sache, die ich euch zeigen möchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ganz kurz meinen Arbeitsplatz und dann sehen wir uns im Clip von gestern wieder. Also diejenigen von euch, die meine Roomtour gesehen haben, wissen schon, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Das ist mein Schreibtisch, daneben ist der von meinem Freund. Hier liegt jetzt gerade irgendeine Rechnung, iPad, mein Notizbuch und mein Kalender. Normalerweise liegt da noch mein Kardashian-Notizbuch, was ich euch gleich noch zeige. Dann hier mein Handy, mein Laptop. Hier habe ich so eine coole Film-Up-Dings. Mann, wie heißt die Kacke? Ich weiß es nicht. Dann was zu trinken. Mein Stativ habe ich jetzt nur gerade hier stehen, weil ich ja für euch gerade darauf gefilmt habe. Diese goldene Hand von Amazon, so ein kleiner Behälter mit allen möglichen Sachen, Stiften, Schere, Kopfhörer, alles mögliche und so eine komische, hässliche Pflanze. Also ich bin noch nicht ready, ich möchte, dass hier an die Wand noch irgendwas kommt, aber das schauen wir mal. So Leute, ich sitze jetzt im Büro, ich habe eine Gesichtsmaske drauf, deswegen kann ich jetzt nicht so gut meinen Mund bewegen. Oh Gott, ey, ich kann auch nicht lachen. Es ist jetzt fast 11 Uhr leider. Normalerweise, also ich bin auch heute um 8.30 Uhr aufgestanden, ich versuche immer um 8.30 Uhr aufzustehen. Aber heute musste ich meinen Selbstbräuner abschrubben und neuen drauf machen, weil das war schon richtig oll und so konnte ich nicht mehr rumlaufen, auch nicht zu Hause. Und dann habe ich gesehen, dass ich so ein bisschen entzündete Stellen hatte. Jetzt habe ich mir Heilerde drauf gemacht. Es hat halt mega viel Zeit geklaut, aber ich versuche echt immer so vielleicht um 9 Uhr oder so anzufangen, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Aber jetzt bin ich hier mit meinem Laptop und schneide mein Video. Das ist das erste, was ich heute machen möchte, denn das soll heute gegen Mittag, Nachmittag online kommen, so 15, 16 Uhr. Und ich schneide alle meine Videos mit iMovie. Das Programm ist wirklich mega einfach zu bedienen, das versteht wirklich jeder. Und es gibt dazu auch tausende Tutorials auf YouTube, wenn man irgendwas noch nicht so ganz rafft. Damit mache ich alles. Ich mache Schriften, ich mache da ja so ein bisschen Farbeffekte drauf, Musik, Toneffekte, damit könnt ihr wirklich alles machen, was ich zumindest brauche. Ach so, übrigens, warum ich so aussehe, ist, ich schminke mich eigentlich nie direkt morgens. Das mache ich meistens erst, wenn ich ungefähr abschätzen kann, ob es sich für den Tag lohnt. Das heißt, ich werde jetzt mein Video schneiden, das Thumbnail und so alles machen, hochladen. Und dann werde ich mir überlegen, ob ich es heute noch schaffe, Fotos zu machen. Ich glaube, es wird relativ eng, weil ich ja leider erst so spät angefangen habe. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Jetzt gerade müssen meine Clips in iMovie noch importieren. I'ma make your mind tonight, pulling your hair, baby. I feel you breathing on me. On you, you know that I'm a selfish lover. When it's mine, I've worn it. One track mind for it, for you. Das Video ist jetzt an sich fertig geschnitten. Es ist jetzt 11.47 Uhr. Ich glaube, ich habe nur eine Stunde ungefähr gebraucht. Normalerweise brauche ich länger, aber da das jetzt nicht so ein aufwendiges Video ist, wo ich so Effekte und so reinmache, ging das eigentlich relativ schnell. Ich füge jetzt in das ganze Video noch den Schriftzug Werbung oben links ein. Das steht jetzt in diesem Video nicht, weil ich keine Produkte bewerbe. Aber Leute, Achtung, das Wort Werbung bedeutet meistens nicht, dass ich dafür bezahlt werde, diese Sachen zu zeigen. Ich habe die Produkte aus dem Lippenvideo beispielsweise oder aus meinem Wimpernvideo alle selbst gekauft oder irgendwann mal zugeschickt bekommen. Aber ich zeige euch die freiwillig in diesem Video. Da ich aber die Marke nenne und quasi dafür Werbung mache, muss ich auch Werbung dahinschreiben. Das ist einfach so, man kann dafür abgemahnt werden. Und wenn ich zum Beispiel eine Produktplatzierung habe, dann steht in dem Video oben
links oder steht das denn hier? Unterstützt durch Produktplatzierung oder wenn ich in dem ganzen Video, also wirklich von Anfang bis Ende sozusagen, wie bei einem Naked Haul oder so, Sachen zeige, dann schreibe ich Dauerwerbesendung dahin, weil ich bekomme ja die kompletten Sachen aus dem Video zugeschickt. Ich werde aber nicht dafür bezahlt, deswegen in dem Sinne keine Produktplatzierung und eine Produktplatzierung ist ja immer bezahlt, sondern einfach Dauerwerbesendung, weil ich im ganzen Video lang einfach nur zugesandte Produkte kaufe. Wenn ich aber die ganzen Sachen selbst gekauft habe, schreibe ich einfach Werbung hin. So, das dazu, weil mir oft vorgeworfen wird, ich mache immer Werbung. Es stimmt nicht, aber es ist einfach rechtlich auf der sichereren Seite immer Werbung hinzuschreiben. Während mein Video jetzt exportiert, nebenbei mache ich immer noch was anderes. Und ich habe jetzt noch einen Haul offen, den habe ich schon abgedreht vor ein paar Tagen für Junkyard. Das ist so ein Streetwear-Online-Shop, die haben richtig geile Marken und halt auch Eigenmarken. Und ihr habt schon sehr, sehr viel nach diesen Sachen gefragt und deswegen werde ich den jetzt hochladen. Ich habe halt hier schon meine Videos auf dem Handy. Ich habe mir jetzt schon meine Links rausgesucht zum Verlinken. Einen Rabattcode habe ich auch. Und genau, das lade ich jetzt hoch bei Instagram. So, ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, weil ich euch wirklich einen guten Einblick verschaffen möchte in das, was ich immer so mache, was man bei Stories alles beachten muss. Weil man meint ja, natürlich ist Story so das Schnellste, was man machen kann, wenn man das mit Instagram-Posts oder YouTube-Videos oder so vergleicht. Aber trotzdem gibt es wirklich einiges zu beachten. Und zwar haben wir ja hier unser Video. Es ist natürlich förderlich, wenn man einen Rabattcode hat, den auch klar zu kennzeichnen. Das heißt, wir schreiben immer, also ich zumindest schreibe immer den Rabattcode, könnt ihr das sehen, hierhin, auch am besten in der Farbe und relativ groß, damit die Leute den nicht übersehen, wie der Rabattcode lautet, für wie viel Prozent der gilt, ab welchem Einkaufswert, falls es beschränkt ist und bis wann der gilt. Dann müssen wir meistens die Marke verlinken. Also wenn es wirklich ein gebuchter Post ist, dann müssen wir immer die Marke verlinken. Wenn wir jetzt was als PR zugeschickt bekommen haben, dann müssen wir nicht. Machen wir meistens trotzdem. Und dann müssen wir auf jeden Fall oben in die Ecke oder irgendwohin immer Werbung schreiben, weil wie gesagt, sonst kann es Konsequenzen geben. Und hier oben fügen wir meistens dann einen Link ein zu dem jeweiligen Shop oder zu dem jeweiligen Kleidungsstück. Nur das mal als kleine Information am Rande und ich mache das jetzt mal schnell und dann sehen wir uns wieder, wenn das Video exportiert ist. Also Leute, während das Video jetzt hochlädt, bin ich hier in Photoshop und damit bearbeite ich fast immer meine Thumbnails. Hier seht ihr gerade noch so eine kleine Grafik, die habe ich letztens gemacht für einen Insta-Story-Post, weil ich immer diese Drying Lotion von Mario Badescu benutze. Und ich wollte euch die verlinken, aber das so ein bisschen schön gestalten. Ich bin nämlich sehr, sehr kreativ und liebe es, solche Sachen zu machen. Deswegen habe ich mir da so eine kleine Grafik für gemacht. Wie gesagt, das habe ich auch in Photoshop gemacht. Aber das schließen wir jetzt erstmal. Und ich muss mich gerade erstmal, das ist immer das Schwierigste, für ein Thumbnail entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme das Erste, was ich gemacht habe. Weil da sieht man die Swatches auf meiner Hand. Und ich finde, ich weiß nicht, ich finde mich da hübsch. Deswegen wähle ich das jetzt aus und ich zeige euch jetzt mal so ganz grob, wie eine Variante meiner Thumbnails funktioniert. Und zwar wähle ich da für mich selber aus. Ihr habt ja hier dieses Auswahlwerkzeug bei Photoshop und damit geht ihr einfach jetzt auf, ja, also um euch herum bzw. auf euch drauf und der wählt das dann quasi von alleine aus. Der erkennt nämlich die Farbabstufungen und das funktioniert halt fast wie von alleine. Und dann kopiere ich das und füge das wieder ein. Jetzt habe ich das als doppelte Ebene. Und in der Hintergrundebene füge ich dann einfach ein Rechteck ein in einer schönen Farbe, die ich mir aussuche. Vielleicht eher so ein bisschen gräulich. Und dann ziehe ich mir einfach hier so ein beiges Rechteck. Das füllt dann quasi meinen Hintergrund komplett aus. So, seht ihr das? Und dann bin nur noch ich quasi da und der Hintergrund ist weg. Hier kann man jetzt so einen Rand drumherum machen. Da seht ihr das, das finde ich aber ein bisschen, das finde ich gerade ein bisschen zu dick, deswegen würde ich den gerne ein bisschen dünner machen. So, und jetzt habe ich vor, genau mit dem gleichen Schema wieder, hier ganz viele der Lippenprodukte, die ich im Video vorstelle, drauf zu machen. Und dann kommt hier so drauf, Favorite Nude Lipsticks oder irgendwie sowas. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf mit euch. Tell me what you need, baby.
Tell me about your dreams, tell me everything, yeah. Das Thumbnail ist jetzt fertig und hochgeladen. Was ich jetzt machen muss, ist die Infobox zu bearbeiten. Da schreibe ich immer so eine kleine Zusammenfassung rein, was so in dem Video passieren wird, beziehungsweise was ihr da seht. Dann verlinke ich immer mein Equipment, meine Social Media Kanäle, meine E-Mail-Adresse. Und wenn ich Produkte gezeigt habe, dann verlinke ich auch die Produkte dort. Und zwar, wenn es geht, mit einem Affiliate-Programm. Das heißt, ich bekomme über diesen Affiliate-Link, den ich mit einem bestimmten Programm, da gibt es ganz viele verschiedene, erstelle, meistens einen prozentualen Anteil an dem, was verkauft wird. Das ist nicht viel, das sind meistens 3 Cent oder so. Aber das ist zum Beispiel auch eine, ja, so nebenbei Einnahmequelle, über die die meisten Blogger, YouTuber, Instagramer, über die, die nochmal zusätzlich Geld verdienen. Ich verlinke das Ganze jetzt mal, das sind ja alles Lippenkombinationen, deswegen bin ich jetzt auf so einer Beauty-Seite, wo man das machen kann. Das ganze Video ist jetzt Gott sei Dank fertig. Ich habe das jetzt geplant für 16 Uhr, das heißt, es kommt von alleine online. Ich muss da nichts mehr machen. Ich poste das dann meistens nochmal auf Instagram, dass ich ein neues Video hochgeladen habe und möchte euch jetzt mal meine Planung so ein bisschen näher bringen. Das ist hier mein Notizbuch, wo ich alle meine Aufträge aufschreibe und meine Videoideen. Ich habe dazu natürlich auch noch einen Kalender, so wo ich manuell in den ganzen Tagen halt meine Termine bzw. meine Posting-Sachen und so eintragen kann. Ich trage mir das aber zusätzlich auch nochmal immer ins iPhone ein bzw. bei meinem Laptop, weil die Kalender bei meinem Laptop und bei meinem iPhone sind synchronisiert. Das heißt, wenn ich hier was eintrage, wird mir das auch auf meinem Laptop angezeigt. Und überall, wo ihr diese Punkte unten drunter habt, ist halt was eingetragen. So, und ohne mich jetzt zu exposen, könnt ihr ganz kurz sehen, wie ich hier meine Aufträge aufschreibe. Also ich habe einmal eine Spalte, also eine Seite für YouTube und eine Seite für Instagram. Und da schreibe ich dann einfach so runter meine Postings, die ich noch machen muss. Ich schreibe nicht dazu wann, weil das habe ich ja im Kalender. Und daneben schreibe ich dann die Gage. Das heißt, wenn ich das dann quasi den Post gemacht habe, streiche ich erst den Namen der Firma durch. Und dann schreibe ich neben die Gage, ob ich schon eine Rechnung geschrieben habe oder nicht. Und genau, dann sehe ich halt, ob ich schon eine Rechnung geschrieben habe. Und wenn dann die Rechnung überwiesen wurde, dann streiche ich auch noch die Gage durch. Und wenn dann wirklich alles durchgestrichen ist, ist alles erledigt. Und so kann ich halt immer ganz gut sehen, was ich jetzt noch posten muss, was ich schon gepostet habe, wofür ich aber noch Rechnungen schreiben muss und das, wo schon wirklich alles abgehakt ist. Ich finde, das ist echt eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Hier schreibe ich mir zum Beispiel auch auf, mit welchen Firmen ich in Zukunft gerne noch zusammenarbeiten würde. Habe ich eine Seite für, dann eine Seite für Videoideen. Die schreibe ich mir dann manchmal so zusammen, weil die meisten Ideen schreibe ich mir ins Handy, wenn sie mir einfallen. Dann im Endeffekt trage ich das hier in meine Liste ein. Dann manchmal so Recherchesachen für Videos, da mache ich mir auch Notizen für meine Videos. Und ich finde, einfach so ein Buch zu haben, wo man alles aufschreibt, was Ideen und Finanzen und so angeht, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne dieses Buch machen würde. Ich liebe es. Übrigens, da sind die Kardashians drauf und das ist von Central 23. Das habe ich bei Urban Outfitters gekauft. Die haben richtig oft diese geilen Bücher. Ich hätte am liebsten noch mehr davon, aber ich habe so viele Notizbücher. Ich finde, wenn man selbstständig ist, muss man einfach organisiert sein. Und ich bin an sich nicht der ordentlichste und nicht der organisierteste Mensch. Aber meine ganzen bürokratischen Dinge habe ich alle komplett geordnet. Ich hoffe, dass ich euch bis hierhin jetzt so einigermaßen aufklären konnte. Wie gesagt, bin ich jetzt fertig mit dem Groben, was ich jetzt machen wollte. Ich würde jetzt noch meine E-Mails beantworten. Das habe ich heute noch gar nicht gemacht. Bei den Kooperationen kann ich relativ schnell herausfiltern, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte oder nicht. Weil man erkennt das meistens schon an dem Namen, der oben steht, oder an dem Betreff. Und wenn man es daran nicht erkennt, dann erkennt man es direkt an der E-Mail. Da brauche ich auch meistens überhaupt nicht auf die Webseite gehen, sondern ich erkenne halt direkt, wenn es so was Unseriöses ist, womit ich sowieso nichts zu tun haben will, oder ob das halt was ist, was für mich in Frage kommt. Ich beantworte jetzt ein paar E-Mails und dann melde ich mich gleich wieder. Ich habe jetzt gerade zum Mittag gegessen und habe mich jetzt ein bisschen geschminkt, weil das gehört eigentlich auch zum Alltag dazu. Es ist jetzt, ich glaube, schon fast 16 Uhr, halb vier. Aber ich habe noch genug Zeit, um ein paar Fotos zu machen. Und ich dachte, ich zeige euch mal eine Frisur. Die habe ich schon in meinem Frisurenvideo, was ich letztens gemacht habe, so ein bisschen angeschnitten.
Aber heute möchte ich die nochmal so ein bisschen perfektionieren. Deswegen machen wir jetzt zusammen meine Haare. Mein Make-up und die Produkte sind die gleichen, die ich wirklich immer verwende in allen meinen Tutorials. Ich habe die Frisur jetzt soweit gemacht. Wie gesagt, ihr findet die in meinem Frisurenvideo. Das verlinke ich euch jetzt mal hier. Da könnt ihr die auschecken, wie das funktioniert. Was ich aber jetzt mache, das habe ich bei sehr, sehr vielen Leuten gesehen. Unter anderem bei meiner Lieblings-YouTuberin bzw. meinen Lieblings-YouTubern Sophia Enchincia und auch Kim Kardashian hat voll auf diese Frisur. Das wird so nach außen geflickt mit dem Glätteisen. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, ob meine Haarlänge dafür überhaupt geeignet ist. Ich glaube, meine Haare sind ein bisschen zu lang dafür. Aber let's try it. Das ist eigentlich genau die entgegengesetzte Sache, die ich sonst mache, ne? Hat nicht so gut geklappt. Ja, so meine ich das, Leute. Juhu, wie cool. Okay, das mache ich jetzt überall. Beziehungsweise ich versuche es. Wow, Leute, das hat so gut funktioniert. Die stehen halt jetzt so... Okay, der ist halt schon fast eine Locke. Ich glaube, den mache ich nochmal neu. Ach so, und was ich für Varianten für die oberen Haare gesehen habe, sind bei mir jetzt leider nicht so viele. Eine, die ich gesehen habe, hat es so genau entgegengesetzt gemacht. Also sie hat es nach innen gemacht. Aber ich glaube, ich möchte das auch nach außen machen. Weil irgendwie finde ich das cool. Und ich hatte das noch nie. Und deswegen... Ach so, oh scheiße. Deswegen will ich das jetzt machen. Wichtig ist, glaube ich, dass ihr bis fast nach ganz unten gerade geht und dann erst so macht, weil sonst kriegt ihr, glaube ich, so ein bisschen eine Locke rein. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur... Oh, wie süß! Wir wollen ja nur, dass es so ein bisschen nach oben geflickt ist. If you know what I mean. In 10 Minuten kommt mein Video online, dann werde ich das erstmal posten und ich denke, ich werde jetzt das ein oder andere Foto machen. Entweder vor oder nach dem Fotos machen, muss ich gleich nochmal schauen, muss ich Musik raussuchen. Maya und ich planen mit noch ein paar anderen Mädels auf Instagram eine Don't Rush Challenge. Das ist diese Challenge, ihr kennt das. Vorher ist man ungeschminkt, dann macht man so den Pinsel in die Kamera und dann ist man danach pretty und mit Make-up und Haare gemacht. Das wollen wir auch machen mit ein paar anderen zusammen und dafür brauchen wir aber Musik, weil wir mögen dieses Don't Rush Lied nicht. Das ist irgendwie so für mich ganz unangenehm, wenn ich das höre. Wir brauchen aber copyright-freie Musik für dieses Video. Das heißt, ich muss auf meine Seite gehen. Ich verwende da immer Epidemic Sounds. Da muss man so eine Mitglied... Also, da zahlt man eine monatliche Mitgliedschaft. Da ich aber in einem Netzwerk bin, ist es bei mir in meinem Vertrag von dem Netzwerk mit drin, dass ich auch Zugriff auf die Musik habe, was ich sehr, sehr nice finde. Weil das ist eine Sache, die muss man immer beachten, wenn man Musik unter irgendwelche Videos legt, ob das bei Instagram oder bei YouTube ist, die muss immer copyright-free sein, sonst wird euer Video gesperrt oder man verdient keinen Cent daran. Das ist halt immer ein bisschen problematisch. Da werde ich gleich mal ein bisschen rumstöbern, damit wir das auch abgehakt haben. Und ansonsten ist auch nichts mehr auf meiner Liste. Es ist aber jetzt auch schon... Ja, wie gesagt, 16 Uhr. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, als allererstes Fotos zu machen. Und aktuell ist das ja etwas schwer, weil ich bin die meiste Zeit alleine zu Hause und kann nicht wirklich draußen geile Fotosessions machen. Deshalb habe ich einen Weg gefunden, wie ich trotzdem zu Hause sehr, sehr coole Bilder machen kann. Ich habe aktuell mein Instagram-Feed, blende ich euch hier ein, so richtig schön hell und weiß in so neutralen Tönen. Und das möchte ich gerne noch etwas aufrechterhalten. Deswegen habe ich mir jetzt hier dieses... weiße Kleid angezogen. Ich drehe euch mal um. So sieht es aus. Es ist relativ kurz, aber ich liebe das. Ich finde, das sieht richtig, richtig hochwertig aus. Dazu habe ich mir diesen Glitzer-Choker angezogen und habe diesen Spiegel jetzt vor mein Fenster gestellt, damit ich gutes Licht habe und werde jetzt einfach ein paar Mirror-Picks machen. Ich mache nämlich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Spiegelbilder quasi, weil es nicht anders geht und ich gucke auch immer, dass ich einen Spiegel Richtung Fenster stelle. Das kann ich ja in jedem Raum machen. Dann habe ich immer einen anderen Hintergrund. Aber das werde ich jetzt mal tun und mal gucken, was dabei rauskommt.
Ich hatte ja eben schon angeschnitten, dass Maya und ich so eine Don't Rush Challenge starten. Die heißt halt Don't Rush Challenge. Boah, ich kann Don't Rush Challenge, kann ich mit der Zahnspange voll schwer sagen. Weil dieses Lied, was im Hintergrund läuft, halt Don't Rush heißt. Zumindest singt er das die ganze Zeit. Und ich finde das Lied aber voll schlimm. Und Maya findet es auch uncool. Und deswegen mache ich mich jetzt daran, ein neues Lied zu finden. Und ich möchte euch jetzt mal die Seite zeigen, mit der ich das mache. Das ist für alle von euch interessant, die auch für verschiedene Sachen mal Copyright-Free Music brauchen. Da muss man für bezahlen, das hatte ich ja schon gesagt. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr gut. Und ich zeige euch jetzt mal, was man da alles machen kann. Ich muss gerade meine Daten eingeben. Okay, Leute, ich hoffe, ihr könnt jetzt so grob sehen, wie die Seite aussieht. Das ist jetzt, wenn man sich angemeldet hat, so sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall kann man hier auf Browse, Albums, Sound Effects, Latest und Pricing gehen. Ich war eigentlich noch nie auf irgendwelchen. Außer auf Browse. Ich glaube, bei Sound Effects, ja, da kriegt man einfach so richtig coole Sound Effects. Ne? Alles, was so Technologie, Tiergeräusche, Wetter, alles Mögliche gibt es da. Was ich sehr, sehr cool finde, habe ich auch gerade erst entdeckt. Und dann gibt es hier Browse. Und ich benutze immer Browse. Und dann gibt es hier einmal Genres und Moods. Und ich finde, das ist richtig geil, dass man das hier richtig so detailliert suchen kann. Meistens gehe ich über Moods. Aber man kann sich hier natürlich auch, keine Ahnung, alles Mögliche raussuchen. R&B und Soul ist halt eigentlich so mein Ding. Pop nehme ich auch manchmal und, glaube ich, Akustik auch ab und an, wenn man wirklich nur im Hintergrund so ein bisschen Musik haben möchte. Aber meistens gehe ich, wie gesagt, über Moods und dann kann man sich hier alles raussuchen. Happy, dreamy, euphoric, sad, mysterious, alles Mögliche. Und ich gehe, je nachdem, was es für ein Video ist und wie gerade die Szene ist, meistens so auf Happy oder Dreamy, aber Dreamy hat meistens so die schönsten. Ich finde tatsächlich so Dreamy mit R&B gemischt eigentlich immer ganz cool. Das hier ist jetzt zum Beispiel Kategorie Dreamy, Sexy, R&B and Soul. Und das hört sich für mich gut an. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein. Ja, das Intro überspringe ich immer. Also Leute, ich finde das Lied absolut krass. Also jetzt nicht für die Don't Rush Challenge, sondern einfach so, deswegen downloade ich mir das jetzt direkt mal. Und Alter, Leute, was war das für ein geiler Treffer? Ich finde das Lied richtig, richtig cool. Jetzt mache ich mich aber dran, das Lied für die Don't Rush Challenge auszusuchen. Und würde sagen, ich beende jetzt auch hier das Video, weil ich heute ansonsten nichts mache, außer wieder ein Video zu schneiden, hochzuladen, Thumbnail zu machen, Fotos zu machen und so weiter und so fort. Deswegen ist es wieder das gleiche, wie ich in diesem Vlog schon gezeigt habe. So Leute, ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Video gefallen hat und dass ich euch so ein bisschen zu dem Thema aufklären konnte. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele gibt, die immer noch nicht wussten, was ich jetzt so genau mache, ob ich noch studiere oder ob ich irgendwas im Bereich Mode arbeite oder ob ich wirklich nur Instagram und YouTube mache. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist nämlich kostenlos für euch und mir hilft es persönlich sehr. Und dann verpasst ihr auch keines meiner weiteren Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss.